Maria im Koran. Keine einzige Frau wird im Koran mit Namen genannt. Da gibt es keine Eva und keine Sarah, sondern nur die Frau Adams und die Frau Abrahams. Auch Mohammeds Mutter und Stiefmutter werden mit keinem Wort erwähnt, noch seine Ehefrauen und Töchter. Die einzige Ausnahme bildet Maria, die Mutter Jesu. Vermutlich wird sie explizit genannt, weil sie ihren Sohn ohne Mitwirkung eines Mannes auf die Welt brachte. Somit galt sie selber als Familienoberhaupt und genießt die Stellung eines Mannes, ja, wohl sogar einer Prophetin. Die ganze 19. Sure trägt ihren Namen. In Sure 66,12 finden wir eine weitere Überraschung. Dort wird Maria, die Mutter Jesu, Imrans Tochter genannt. Imran ist im Koran kein Unbekannter. Die ganze 3. Sure ist nach ihm benannt. Er gilt als Vater des Propheten Moses und dessen Bruder Aaron samt seiner Schwester Miriam. So wird denn die Mutter Jesu in Sure 19,28 auch noch Schwester Aarons genannt. Offensichtlich wird also Maria, die Mutter von Jesus, mit Miriam, der Schwester von Moses und Aaron, verwechselt, obwohl doch zwischen ihnen ganze 1500 Jahre liegen. Das mag aus zwei Gründen geschehen sein. Zum ersten, weil sowohl Maria als auch Miriam auf Arabisch Mariam heißen und weil Mohammed ja nie zur Schule ging und offensichtlich kein Geschichtsverständnis entwickeln konnte. Koranausleger verneinen, dass es sich um eine Verwechslung handle. Der Koran wisse natürlich, dass die Mutter Jesu nicht die Schwester Aarons sei. Sie werde aber mit den Titeln Aarons Schwester und Imrans Tochter bezeichnet, um sie zu ehren. Das ist natürlich eine magere Argumentation. Erklärt nicht Sure 3,42, Maria sei über alle Frauen der Welten erhoben? Wie sollte sie da Ehre nehmen von einer längst verstorbenen Frau, die im Koran noch nicht einmal erwähnt wird? Zudem wird in Sure 3,35 sogar die Großmutter von Jesus, also die Mutter Marias, die Frau Imrans, des Vaters von Moses, Aaron und Miriams genannt. Es handelt sich offensichtlich um eine Verwechslung. Wir wollen keineswegs den Islam oder den Koran beleidigen, sondern vielmehr alle ernsthaften Muslime, denen es nicht um blinden Fanatismus, sondern um die Wahrheit geht, zur Vorsicht mahnen.